Pritschkin hat Arminia hat viel Last-Minute-Tore gemacht oder Tore in der Schlussphase. Heute ein Sonntagsschuss am Samstagabend aus 60 Metern genau in den Winkel. Der einzige Schuss von 60 aufs Tor sitzt. Ja, das fast schon, wenn es nicht so traurig wäre, Slapstick. Ja, auf jeden Fall. Also ein Tor kassierst du, glaube ich, nur alle 5 Jahre. Wir haben es heute kassiert, haben leider vorher kein Tor gemacht. Deswegen ist das Tor dann doppelt bitter. Und so nimmst du keine Punkte mit. Das Gute ist, dass wir Dienstag sofort die Möglichkeit haben, alles wieder in die richtige Bahn zu lenken. Und so gehen wir die Sache auch an. Woran hat es gelegen? Man war ja überlegen, hat Chancen rausgespielt. Eine ganz dicke von Becker relativ zu Beginn der Partie. Dann auch noch so 2, 3 gute Chancen, dass es nicht geklappt hat heute. Was müssen Sie Ihrer Mannschaft vorwerfen? Ja, wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Was wir uns natürlich vorwerfen müssen, ist, dass wir aus den klaren Torchancen dann kein Tor gemacht haben und genauso halt auch der letzte oder vorletzte Pass dann ein bisschen schlampig war und wir dann nicht in die guten Abschlüsse gekommen sind. Das müssen wir uns vorwerfen und das müssen wir dann für Dienstag auf jeden Fall abstellen und verbessern. Erste Niederlage jetzt seit Anfang Mai. Mannschaft ist so stabil. Sehen Sie das so, dass Sie das nicht umwirft? Ja, absolut. Deswegen freue ich mich, dass Dienstag das nächste Spiel ist. Dann gibt es das Gerede gar nicht. Das heißt, Dienstag sind wir wieder gefordert. In Stuttgart, das wird sehr, sehr schwer werden. Wir werden gut vorbereitet sein und müssen uns jetzt einmal ganz, ganz fest schütteln. Wenn Sie kurz auf den Kader gucken, auch jetzt kurz danach, wird sich da noch was tun oder kommen Verletzte zurück oder wie sieht das aus? Joel hatte ein bisschen Probleme, da haben die Waden zugemacht. Ansonsten kann sogar sein, dass Noah vielleicht am Dienstag schon wieder zur Verfügung steht und ansonsten bleibt es bei den Leuten, die wir jetzt gerade haben. Sind Sie ein bisschen traurig, auch wenn es dann nur eine Momentaufnahme gewonnen gewesen wäre, wenn man gewonnen hätte, wäre man Tabellenführer zumindest bis Dienstagabend geworden oder nicht? Nein, also ich reg mich eher über die Niederlage auf. Wie gesagt, ob jetzt wir Erster sind, Zweiter, Dritter, Vierter, ist da eher zweitrangig. Wichtig ist, dass wir unsere Punkte holen. Das haben wir heute nicht gemacht und den Vorwurf müssen wir uns auf jeden Fall gefallen lassen. Okay, danke, Mitschinian. Danke auch.